Im Volksmund wird die Heckenrose auch Hundsrose oder Hagebutte genannt. Sie ist ein sommergrüner Strauch, der bis zu 3 Meter hoch wird. Bei uns sind viele verschiedene Arten heimisch. Steht die Heckenrose frei, wächst sie breit und buschig. Dank ihrer hakig gebogenen Stacheln kann sie aber auch klettern. Sie wächst sehr schnell und versorgt sich mit Hilfe eines tiefreichenden Wurzelsystems mit Nährstoffen. Die Heckenrose hat sogenannte Fiederblätter, die sich aus 5 bis 7 Einzelblättchen zusammensetzen, die sich paarweise gegenüberstehen. Nur das Endblättchen steht alleine. Der Stiel des Fiederblattes ist mit hakigen Stacheln besetzt. Bei den zarten Einzelblättern erkennt man deutlich die Blattadern. Der Blattrand ist gesägt. Die Heckenrose blüht von Juni bis Juli. Die schwach duftenden Blüten sitzen in Doldenrispen oder einzeln in Blattachseln an den Spitzen der Triebe. Jede Blüte hat einen Durchmesser von etwa 5 cm. Sie hat 5 rosa bis purpurrote Kelchblätter und ist zwittrig. Das heißt, sie hat männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Im Zentrum der Kronblätter stehen die gelben Staubblätter mit den Pollen. Zwischen ihnen ragen die weiblichen Blütenteile, die Narben, mit Griffel und Fruchtknoten hervor. Bei Insekten, die an den süßen Nektar der Blüten wollen, bleiben an den feinen Härchen Pollen hängen. Diesen streifen sie beim Besuch der nächsten Blüte an der Narbe des Fruchtknotens ab und tragen so zur Bestäubung bei. Nach dieser Bestäubung wächst die 2 bis 3 cm große Sammelfrucht heran, die Hagebutte. Reif sind die Hagebutten ab September. Dann verfärben sie sich rot. Sie bleiben den Winter über am sonst kahlen Strauch hängen und sind für viele Vögel, die die Früchte fressen und so verbreiten, in der kalten Jahreszeit eine wertvolle Nahrung. Im Inneren der rotglänzenden Hülle sind viele braungelbe Nüsschen, die Samen der Heckenrose. Die Kurzhaarborsten zwischen den Nüsschen werden von Kindern gerne als Juckpulver benutzt. Entfernt man Nüsschen und Borsten, sind die Fruchthüllen essbar. Hagebutten sind gesunde Früchte. Sie enthalten besonders viel Vitamin C. Hagebuttentee gehört zu den beliebtesten Teesorten für Kinder. Und in Franken werden die Faschingskrapfen traditionell mit Hagebuttenmarmelade gefüllt. Im alten Kinderlied von Hoffmann von Fallersleben: Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Es hat ein purpurrotes Mäntlein um. Wird übrigens die Hagebutte besungen und nicht, wie vielfach angenommen, der Fliegenpilz. Die Heckenrose gehört in Mittel- und Westeuropa zu den häufigsten Wildpflanzen. Sie besiedelt das Tiefland ebenso wie die Höhenlagen der Alpen bis zu 1500 Metern. An warmen und sonnigen Standorten gedeiht sie am besten.